Ja, zunächst mal freut es mich natürlich, dass wir bei der Vorrechtskonferenz heuer als GSK zum ersten Mal aktiv dabei sind. Ist ja immer eine Herausforderung, wenn Marktteilnehmer und Berater auf so einer Konferenz zusammenkommen. Gerade wenn es um juristische Themen geht, da muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu theoretisch wird und dass man den Bezug zur Praxis nicht verliert. Ich glaube, da ist die Vorrechtskonferenz mit den Themen, die jetzt dieses Jahr anstehen, eine super Plattform. Und ja, ich bin total gespannt, auch mal, sage ich mal so, zu ganz handfesten Themen zu sprechen, die vielleicht einen juristischen Hintergrund haben, aber eigentlich einen totalen Praxisbezug haben. Wir sind manchmal überrascht, wie oft dann aus dem Markt Fragen kommen, die ganz praktischer Natur sind, nämlich zum Beispiel, wie setze ich denn so einen Prozess eigentlich auf? Wie gehe ich mit so einem Fondsvehikel um? Und was mache ich wie, in welcher Reihenfolge? Und vor allem dann, wenn ich so eine Immobilienakquisition beispielsweise unter Zeitdruck für einen Fonds machen muss. Da kommt es richtig darauf an, dass man es in der richtigen Reihenfolge macht und sich selbst keine Fallen stellt. Ja, und über sowas zu sprechen, da freue ich mich drauf.